Der gute Herr hier vor uns, T-Trox. Yo Freunde, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es mal wieder ein Unboxing-Video von Leftlane. Ja Leute, ihr habt richtig gehört, ich habe mir Montag einen Hoodie gekauft und der ist heute genau am 24. angekommen. Einfach wie ein Weihnachtsgeschenk von Mojo auf jeden Fall. Kuss geht raus. Und ich würde sagen, wir packen das gute Stück mal aus. So Friends, ich bin hier auf dem Boden, wo wir meine ganzen Sachen auspacken. Genau, ich würde sagen, let's go. Ich muss ehrlich sagen, ich bin leider nicht der unter 1000ster Besteller. Das heißt, ich bekomme leider, und zwar meine ich den Anhänger, weil für mein Motorrad wäre es perfekt, aber leider war der Shop am Sonntag nicht, ja, am stabilsten. Ja, dafür war er Montag da. Aber Hauptsache, man hat die Sachen und ich war 1107 war ich. Und ja, genau, ich tue die Cam mal anders hin. Okay, okay. Viele haben gesagt, die Quali ist geil, weil deren Produkte sind auch einen Tag davor gekommen als meine. Okay, wie gesagt, da ist nichts mehr drin, alles leer. Genau, Friends, das ist das gute Stück. Ich bin echt gespannt auf die Qualität, weil die wurde so oft... Moji hat einfach so viel repostet, das war mega nice. Also Moji, wenn du das siehst, Küsschen geht raus. Dankeschön für den wunderbaren Merch. Danke für das Weihnachtsgeschenk, weil der ist am 24. angekommen. Perfekt. Und genau, Leute, schickt mal Moji dieses Video. Vielleicht sieht er das und reactet wieder drauf. So, hol mal das raus. Also Qualität... schon geil, ich bin echt gespannt. Ich habe mir ein Hoodie bestellt, wie gesagt, und einen in XL, genau hier, und hinten steht halt das drauf, genau, sonst mega geil auf jeden Fall, bin gespannt. So, dann falten wir ihn mal kurz auf, ich bin sehr gespannt. Okay, okay, sieht geil aus. Alter, ich freue mich so sehr, den Pulli zu haben. Backprint einfach heftig, also Qualität, top Qualität. Mal schauen, wie es halt bei den nächsten Wäschen ist, ob da irgendwas abgeht, aber auf jeden Fall Moji, kurz Küsschen geht raus, richtig geile Produkte hast du rausgehauen und ja, genau, hier steht Left. Hoffentlich hält es mich schön warm in der Winterzeit und dann, wenn die neue Saison anfängt von Motorrad, dann erstmal schön auf Motorrad mit den geilen Pulli fahren. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob ich Leute sehe, die den Hoodie auch anhaben, aber bestimmt sehe ich Leute, die den auch anhaben werden. So, ich würde sagen, ich ziehe das gute Stück an und dann zeige ich euch, wie es dann gleich aussieht. So, Freunde, ich habe hier noch dieses eine Etikett, das muss ich noch wegmachen, aber fürs Erste ziehen wir es auf jeden Fall an und sieht heftig aus, sieht echt heftig aus. So, Leute, so stand ich vor, glaube ich, 2 Jahren auch hier oder vor einem Jahr, wo Moji mein Video gereactet hat. Ich kann mich kurz umdrehen, ich sehe das leider nicht, ob man das sehen kann, aber sollte man sehen. Mal kurz noch mal runter. Genau. Ich würde sagen, das, also auf jeden Fall ist perfekt. Sieht geil aus. Ich habe mir XL bestellt. Oh, ich tue die Cam ein bisschen hoch, so dann sieht man mich wenigstens. Ich habe ihn in XL bestellt. Ich würde sagen, ich könnte den noch in L bestellen, wenn es möglich wäre. Aber XL ist halt ziemlich locker und bestellt immer die Sachen, die ihr auch trägt. Also wenn ihr T-Shirt L trägt, dann bestellt L. Und wenn ihr XL trägt, so wie ich mit dem Pulli, die sind halt schön breit. Ich feiere die breiten Pullis. Und ja, dann zeige ich noch kurz hier die Ärmel. Left. Und hier Lane. Sieht mega geil aus auf jeden Fall. Und mit dem Hoodie werden auch sehr geile Bilder dann entstehen nächstes Jahr. Wenn ja, es schönes Wetter wird, dass ich endlich Motorrad fahren kann, dann kommen auf jeden Fall ziemlich coole Bilder mit dem Hoodie. Und auch Videos. Also Leute, übrigens, sorry, dass leider keine Motovlogs mehr online kommen. Vielleicht hört man das ja, dass es regnet. Aber ja, ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch frohe Weihnachten und lasst euch schön beschenken und ja, macht's gut und bleibt gesund. Lasst ein Abo da.